Hallo Leute, da bin ich wieder zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. So, ich baue mit euch mal heute eine kleine Yacht hier. Und zur Information, wir spielen auf der PlayStation 4 und ich benutze das Stadt-Texture Pack dafür. Ja, und wie ihr unten vielleicht schon erkennen könnt, habe ich echt recht wenig Materialien unten in meinem Menü drin und die gehen wir mal kurz durch. So, wir brauchen für die Yacht einen Quarzblock, dann Quarzstufe, dann Quarzstufen, dann schwarz gefärbte Glasscheibe, schwarz gefärbtes Glas und Eichenholzbretter. Bei den Brettern ist es eigentlich ganz egal, oder bei den Hölzern ist es eigentlich ganz egal, welches Holz ihr nehmt. Ich finde nur diese Eichenholzbretter, die passen ganz gut zu dieser Yacht. So, dann fangen wir direkt mal an. Wir nehmen zwei Quarzblöcke. Wir brauchen einen 5er Abstand in der Mitte. Ja, haben wir hier 5? Ja, nicht ganz. So, 5 Blöcke müsst ihr in der Mitte freihalten. So. Dann werden wir jetzt immer von beiden Seiten immer 2 Blöcke mehr in die Mitte ziehen. So und so. Wir fangen mit dem vorderen Bereich an, wie ihr das schwer erkennen könnt. Ich würde euch empfehlen, das echt Schritt für Schritt nachzumachen, wie ich das jetzt mache, weil es wird ein wenig komplizierter noch. So, dann machen wir mal weiter. Wir können auch einfach schon mal hier die Linie einfach x-beliebig erstmal langziehen, so 10, 12 Blöcke einfach mal in die nach hinten ziehen. Weil wir, wie gesagt, wir kümmern uns erstmal um den vorderen Teil. So, hier kommen jetzt nämlich noch 3 Etagen, kommen jetzt hier noch drauf. Das heißt, dann machen wir nämlich hier weiter. So, ihr setzt immer 2 Blöcke daneben hin. Hier kommen jetzt 2 hin und hier kommen jetzt 2 hin. Ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Nur am Ende sieht das ein bisschen kompliziert aus, deswegen zeige ich euch mal die Schritte, die ich hier so mache. So, guck, ist ja ganz easy bis jetzt. Hier vorne machen wir auch eine Zweierspitze hin. So, zack. Ich denke, so leuchtet es auch ein, oder? Dann sieht das auch, von außen sieht das so aus. Ich baue immer einen Zweierblock weiter nach außen. Hier unten haben wir angefangen. Dann haben wir jetzt hier die 2. Etage. Und jetzt machen wir noch eine 3. So. Dann haben wir am Ende eine ganz schöne Spitze. So. Immer wieder diesen Hilfsblock da am besten wegnehmen. Sonst kommt man da ganz schnell mal durcheinander. So. Zack und zack. Ja, so ein großes Tutorial und mit echt wenig Materialien. Das habe ich vorher auch nicht gedacht. Aber man braucht gar nicht so viel dafür. Das reicht schon, Leute. Das reicht schon. So, hier auch nochmal 2. So. Und so haben wir dann schon mal die Grundspitze fertig. Sieht noch echt klobig aus. Echt hässlich, eher gesagt. Aber da werden wir uns gleich dran machen. Das wird noch viel schöner gleich aussehen. Beziehungsweise jetzt. So, wir brauchen jetzt diese Quarzstufen. Fangen wir hier unten an. Setzen die einfach so rum rein. Vor jedem Block hier, der nach vorne zeigt, setzen wir so eine Quarzstufe. Zack. Machen wir erst die unterste Etage fertig. Und die anderen 2 Etagen, die werden genauso gemacht. So und so. Und das sieht dann halt gleich ein bisschen detaillierter aus. Ein bisschen schöner und nicht zu klobig. So. Hier oben natürlich auch. Da, da, da und da. Die vordere Spitze lassen wir erstmal so. So, so und so. So, so könnt ihr das auch ganz gut erkennen. Haben wir überall einfach mal so eine Quarzstufen dran gesetzt. Jetzt nehmen wir einfach eine ganz normale Quarzstufe. Wir fangen wieder unten an. Setzen die jetzt hier einfach vorne mit dran. So, so, hier auch. Wir machen, wie gesagt, erstmal unten. Wir machen Etage für Etage, damit man auch nichts vergisst. Und dass ihr das dann auch ganz gut seht. So, können wir auch noch eine dran setzen. So, so, so. Genau, jetzt gehen wir in die oberste Etage hier. Hier, da und da. Da und hier. Hier vorne setzen wir so Quarzstufen einfach so rum ran. So geht das schon. So, dann müssen wir hier weitermachen. So. Und hier noch. Seht ihr, jetzt sieht das ein wenig anders aus. Jetzt sieht das nicht mehr zu klobig aus. Jetzt sieht das ein bisschen, ja, spitzer zulaufend, so will ich es mal nennen, aus. So. Dann werden wir mal hier oben weitermachen. Jetzt können wir auch, wie gesagt, den Holzboden reinsetzen. Ich nehme hier Eichenholz für. Mach da einfach komplett mal hier so zu.
Zack, zack. Hier auch. Machen wir jetzt erstmal bis hier hin. Dann hier unten können wir auch schon mal langsam das Schiff, also die Yacht, ein bisschen zuziehen. Wie gesagt, da hinten kümmern wir uns weiter rum. Einfach so 10, 12, 15 Blöcke hier nach hinten ziehen. So, hier auch. Wir arbeiten uns von vorne nach hinten durch. Und hier die Seite natürlich auch. Machen wir es mal so, sieht ein bisschen schicker aus. Hier auch. Und dann können wir auch erstmal ein bisschen hier was zuziehen. Dann sieht das auf jeden Fall schon mal aus, als hätten wir schon einiges geschafft hier. So. Also wenn man das echt Schritt für Schritt nachmacht, dann geht das eigentlich ganz gut. Ich habe diese Yacht selber entworfen. Ich habe nirgendwo was abgeguckt. Wie gesagt, wie all meine Tutorials schaue ich mir einfach echte Bilder an, echte Fahrzeuge. Und dann gucke ich mal, wie ich das in Minecraft so umsetzen kann. Ich finde auch das Holz, das passt ganz gut zu so einer Yacht. Sieht echt nobel aus. Also mir persönlich gefällt es ganz gut. So, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Glas ins Spiel bringen. Schwarz gefärbte Glasscheibe brauchen wir. So, macht er die ersten vier Blöcke hier belegen. Seht ihr das hier? Die ersten vier Blöcke haben wir mit Glas belegt. So, 1, 2, 3, 4, wenn ihr von oben schaut. Ja, dann gehen wir einfach jetzt hier weiter rum. So, und ziehen das komplett über die vordere Spitze. Hier vorne machen wir so einen Block nur so hin. So eine Glasscheibe. Zack, 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 zack. Und so, hier haben wir auch diese vier Blöcke. Bis dahin könnt ihr das dann ziehen. So, wir werden später noch, im späteren Verlauf, die Seiten noch bearbeiten. Aber dazu kommen wir später. Jetzt werden wir erstmal die Slabs brauchen, also diese Quarzstufen. Weil wir müssen jetzt einen Bogen spannen von hier vorne. So, setzt er den ersten Block hier hin. Seht ihr ja, hier sind vier Blöcke. Und auf dem fünften Block setzt er einfach eine Quarzstufe. Da müssen wir jetzt so einen Bogen machen. Ja, das ist manchmal ein bisschen tricky, weil das einfach dann auch manchmal Blöcke werden. Aber das ist gar nicht so schlimm. So. Ihr macht vier Quarzstufen hier hin. Ah, hier ist das wieder ein Block geworden. Oh, geh mal weg hier. Ah, ein bisschen tricksen, dann geht das hier alles schon. So. Den mache ich mal kurz weg, um euch das zu zeigen. Also ihr macht vier Blöcke so diagonal nach oben ziehen, wie es hier gerade ist. Und oben kommt auch noch ein Block drauf. Beziehungsweise sechs Blöcke gehen wir jetzt nach links in die Richtung. Hier haben wir ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann geht es halt wieder nach unten. Können wir auch direkt von hier machen. So, zack. Ah, natürlich wird da weggerissen. Aber ist egal. Das kriegt man immer wieder hin. Manchmal ein bisschen vor und nach hinten. So, das Schiff müssen wir doch ein wenig noch verlängern. Ihr seht es ja gerade. Könnt ihr noch ein bisschen so verlängern halt. Wie gesagt, baut von vorne nach hinten, so wie ich das jetzt hier mache. Dann gibt es keine Schwierigkeiten. Als wenn ihr jetzt mittendrin irgendwie anfangt, das nachzubauen, weil dann passen die ganzen Maße vorne und hinten nicht. So, hier muss noch ein Quarzblock hin. Eine Quarzstufe hin. Jetzt haben wir diesen Bogen. Seht ihr das? Das machen wir auf der anderen Seite natürlich auch. Also, ihr seht es ja jetzt zweimal. So. Wir können natürlich das auch so machen. Ihr könnt natürlich das, vielleicht geht das jetzt schneller. Zieht ihr einfach so die Blöcke komplett einmal so entlang. So. Ja doch, das geht schneller. So. Ja, dann nehmen wir halt die Mitte hier erstmal wieder raus. So. Hier auch. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, vier Stück haben wir. Jetzt kommt das Dach hier dran. So, das Dach. Ja, und hier ist es ja ganz einfach. 2, 3, 4, 5, 6. Seht ihr? So kann man das doch schon mal ganz gut machen. Nehmen wir diese Mitte einmal wieder raus. Diese Hilfsblöcke, so nenne ich es mal. Und hier gehen wir jetzt wieder runter. Ja, können wir auch wieder von hier machen. Einer fehlt noch. Hier machen wir das auch mal eben hin. So. Hier auch. Und, ach Quatsch, das brauchen wir gar nicht. Das können wir dann natürlich hier machen. Geht auch viel schneller. Ja, es gibt hier, wie ihr seht hier, es gibt hier echt viele Möglichkeiten. Das ist euch selbst überlassen, wie schnell ihr das bauen möchtet. So. Dann ziehen wir mal den Boden ein bisschen weiter, weil uns fehlt ein bisschen Boden. Zack,
Zack. Sonst habe ich meine Fahrzeuge mal von unten nach oben gebaut. Jetzt bauen wir von vorne nach hinten. So, jetzt werden wir mal mit Glas arbeiten. Oh, jetzt brauchen wir das schwarz gefärbte Glas. Setzt ihr hier vorne an. Hier, diese Ecke lässt er frei und lasst mal einen frei hier zwischen. Hier zwischen. 2, 3, 4, 5. So. Dann setzt er hier auf jeden Block, auf jeden Glasblock, wo es geht, einfach diese Dings drauf. Diese Quarzstufen. Und hier zwischen setzt er auch diese Quarzstufen einmal rein. Aber nur wo es geht. Hier vorne geht es ja natürlich nicht. Und hier zum Beispiel setzt er die jetzt verkehrt rum rein, dass wir hier so eine Form haben. Wir werden die Seiten so recht interessant gestalten. Dann sieht das nicht einfach langweilig aus, wie so eine Wand. Seht ihr das? Das macht dann schon ein bisschen was her. Aus dem Blickwinkel sieht man das viel besser so. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen Löcher stopfen. Hier vorne zum Beispiel. Einmal hier. Und einmal hier. Die Seiten hier hinten, die könnt ihr freilassen. Also das, die Spalte. Und die andere Spalte lasst ihr frei. Da kommt sowieso gleich Glas noch vor. Ja, machen wir es auf der anderen Seite auch. Ich glaube, 5 Blöcke waren das, ne? Hier. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann einfach wieder diese Stufen, Quarzstufen, oben drauf machen. Die Mitte könnt ihr auch schon machen. Ihr seht ja, wo es geht. Hier vorne geht es ja nicht. Aber die Zwischenräume, die könnt ihr natürlich schon mal machen. Dann hier den Quarzblock wieder rein. Und jetzt kommt dieses super Muster. Was ich meinte, so sieht dann halt ein bisschen interessanter aus. Und hier muss auch noch eine Quarzstufe rein. So. Jetzt haben wir beide Seiten baugleich. Ja, sieht doch schon mal ganz schön aus von der Form. Ja, jetzt werden wir uns erstmal hier vorne rum kümmern. Jetzt hier macht er die Glasblöcke hin. Also nicht an den ersten, an den zweiten. Setzt einfach die Glasblöcke so dran. Und einfach eins höher gehen. Und dann gehen wir halt noch eins höher. So, seht ihr? 3 Stufen sind das dann. Dann könnt ihr auch schon mal hier die Seite einmal komplett bis zu diesem letzten 6er-Block ziehen hier. Das sind ja hier 6 Blöcke hier oben, diese 6 Quarzstufen. Bis dahin könnt ihr das Glas ziehen. Auf der anderen Seite machen wir das genauso. Whoop, genau so. Nice. Schauen wir uns das Ganze einmal so diagonal ein bisschen an. Ich finde schon, doch. Es hat doch schon eine ganz schöne Form hier. Ich zeige euch das auch noch mal kurz. Einmal so aus diesem Blickwinkel. Ja, vielleicht könnt ihr das so besser sehen. Vielleicht könnt ihr dann, wenn ihr es pausiert, einmal so sehen, wie das dann von der Seite alles aussieht. Weil es ist ja gar nicht mal so unwichtig. Weil, wie gesagt, baut es echt langsam nach. Kein Stress dabei. Weil es soll ja im Endeffekt dann auch schön aussehen. Und das kann es nur, wenn ihr da echt Schritt für Schritt und langsam alles schön nachbaut. So, dann werden wir uns jetzt mal um den hinteren Bereich erstmal kümmern. Hier haben wir ja noch einiges offen. So, wir machen jetzt, ja, wie zeige ich euch das? Wie kann man das am besten zeigen? Wir haben ja nach hinten echt ein bisschen wild gebaut. Ich mache erstmal das weg. Moment, ich zeige euch das mal, wie wir das jetzt angehen. Hier. Ihr seht ja hier diese 4er-Diagonalschräge, die hier runtergingen, ne? Den letzten Slab, da lasst ihr dann einen frei. Daran könnt ihr euch dann orientieren. Ich mache die erstmal ein bisschen weg hier. Ja, machen wir das mal so weg, zur Orientierung halt nur. So, wenn ihr das so habt, dann setzt ihr jetzt einfach von hier 5 Blöcke an. Also von hier sind es dann 5 Blöcke noch unten ansetzen. 1, 2, 3, 4, 5. Zieht das erstmal so komplett zu. Zack, zack, zack. Hoppala. So. Dann könnt ihr das Innere ja auch schon einfach mit dem Holz füllen. Ist ganz egal, welches Holz ihr, wie gesagt, nimmt. So, hier werden wir jetzt ein bisschen was reinreißen, weil wir brauchen ja so ein paar Stufen. Man muss ja auch hier so ein bisschen hochkommen, ne? Könnt ihr einfach 2 Blöcke hier einfach mal wegreißen. Dafür nehmen wir natürlich wieder die Quarzblöcke, Quarzstufen. Hoppala. So. Und machen dann hier 2 Stufen rein. So, dann kommt man auch ins Innere des Schiffes. Und ich finde, das sieht dann halt ein bisschen harmonischer und schöner alles aus. Ach, kann man auf jeden Fall so lassen. So, wir werden jetzt erstmal an der Seite weitermachen.
Jetzt ist es auch ganz wichtig, jetzt brauchen wir diese Quarzstufen, die ich hier in der Hand schon habe. Das heißt, wir reißen jetzt hier den untersten Block, die unterste Blockreihe, reißen wir komplett einmal raus. So. Ich hätte das natürlich auch vorher schon machen können. Aber ich habe das einmal so nachgebaut, also so vorgebaut. Und das ist mir dann im Nachhinein eingefallen. Auch das hier hinten, das können wir natürlich jetzt auch, können wir erstmal abreißen, können wir natürlich auch diese Quarzstufen dran setzen. Kann man natürlich auch sofort machen, aber ich habe es halt so erst angefangen zu bauen. Deswegen habe ich das so in meinem Köpfchen noch so drin. Also die unterste Reihe erstmal wegziehen. Zack, zack, zack. Und dann einfach jetzt, komm, uppala, richtig rum, nicht so wie ich hier, die Quarzstufen komplett einmal hier rund um das Schiff bauen. So. Ach, das sieht doch schon mal ganz schön aus. Nice. So. Dann gibt es hier noch eine Besonderheit an der Seite. Auf der zweiten Reihe werden wir jetzt hier einen Block reinsetzen. Den ersten Block lasse ich da frei hier, weil ich möchte den gerne so, nicht so, so hingesetzt haben. So ein Endblock dann halt. Macht da auch komplett zu. Das ist einfach hier die, diese zweite Reihe ist das ja hier. Zieht das hier auch komplett mit um das Schiff herum. Oh, ein weiter. So, oh, nein. So. So will ich das doch haben hier. Zack. Ja, auch. So, ein bisschen runtergehen. Ziehen wir jetzt so entlang. Hier könnt ihr das jetzt noch ein bisschen besser sehen, wie ich das gerade meine. Ich muss mal gucken, wie weit ich bin. Genau. Hier den ersten Block lasst da dann halt frei, ne? Und setzt dann hier diesen Endblock hin. Also einen Block hier freilassen. Ich denke mal, so kann man es ganz gut erkennen, ne? Weil ich finde, so sieht das alles schon ein bisschen kompliziert vorne aus, wie das so gebaut ist, ne? Aber wenn ihr das echt so nachmacht, wie ich das jetzt gezeigt habe, dann läuft das bei euch, Leute. Dann läuft das halt, ne? Und ich finde doch, es ergibt auf jeden Fall eine schönere Form. Ja, schön. So, dann gehen wir mal erstmal zum Dach wieder. Dafür brauchen wir diese Quarzstufen. Setzt da hier erstmal die Mitte komplett zu. Hier die Seiten, den Block und den Blockcluster halt einfach frei. Und dann ziehen wir das einfach bis zur Glasfront hier, bis zum Ende einmal. Hoppala hin. Machen hier halt die Mitte, lassen wir dann so frei. Seht ihr das? Hier die Seitenglasblöcke lasst ihr dann frei. So schön. Ja, dann setzen wir das Glas komplett einmal hier oben rein. Da komplett einmal so zuziehen. Schauen wir uns das Schiff doch mal jetzt so ein bisschen von außen an, wie es aussieht. Ich finde doch, es hat doch eine ganz, ganz angenehme Form. Schön. So, dann kümmern wir uns jetzt mal weiter um den hinteren Bereich. Wir brauchen jetzt, setzen wir jetzt hier drei Linien oder Blöcke ran. Also wir haben ja bis hier haben wir ja gebaut und setzen jetzt einfach noch drei Blöcke A5 an. Und jetzt gehen wir immer spitzer zu. Seht ihr das? Wir machen jetzt so eine Dreierspitze hier halt. Und jetzt ist ganz cool, wenn ihr jetzt auf jeden Fall hier diese Blöcke rausnimmt. Das sieht dann ganz geil aus, das Dach, finde ich. Ihr gebt so ein Muster und hier kommen dann auch wieder diese schwarzen Glasblöcke rein. Zack. Ihr könnt natürlich auch ganz anderes Glas benutzen, nur ich finde diese schwarzen Glasblöcke, die sind echt edel. Das sieht ganz schön aus. Doch, das gefällt mir. Sieht auch ein wenig sportlich aus. So, hier an der Seite ist mir was aufgefallen. Ich hatte mal, in meinem Vorlauf hatte ich hier noch die Blöcke draufgesetzt. Ich finde, das sieht ein bisschen schöner aus. Ja, genau, hier hinten machen wir das aber auch noch. Machen wir auch noch mal drauf. Nur hier vorne lasst ihr die Ecken dann frei. Ich finde, das wirkt dann doch noch ein bisschen schicker. Das machen wir hier auch. So. Komplett zuziehen, diese sechs, außer hier vorne diese Ecke. So, nice. Ja, dann kommen wir schon fast zum Ende. Jetzt kommt noch der hintere Teil dran. Da brauchen wir dieses schwarz gefärbte Glas. Setzt du einfach hier, macht da so eine komplett einmal rumsetzen, das ganze Glas. So, so, so. Ja, Leute. Das war jetzt auch schon die Yacht hier. Also ein Innenausbau
hatte ich auch nicht vorzumachen. Das überlasse ich euch mal. Hier zum Beispiel könnte man ja einen Tisch reinbauen oder sowas. Hier innen drin hat man auch recht viel Platz. Hier könnt ihr das gestalten, wie ihr möchtet, alles. Deswegen. Da könnt ihr euren Wünschen freien Lauf lassen. Ihr könnt da bauen, wie ihr was möchtet drinne. So, fahren wir nochmal schön rum. Ja, das war die Yacht, die Minecraft-Yacht. Und ich finde doch, die hat auch eine ganz schöne Form. Also mir persönlich gefällt die sehr gut. Ich würde die auch gerne in echt haben. Wer würde das nicht? So. Wie gesagt, von vorne nach hinten bauen, das ist am einfachsten. Ihr könnt die Yacht natürlich auch noch länger bauen, nach hinten bauen, länger machen oder auch die Mitte hier ein bisschen weiter nach hinten bauen mit mehr Fenstern, wie ihr möchtet. Ist es auf jeden Fall ein kleines Beispiel, wie man eine schöne Yacht bauen kann. Ja, genau. Ja, das war's für dieses Tutorial. Liebe Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Und auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück beim Nachbauen. Vielleicht habt ihr eine coole Stadt mit einem Meer oder so, wo ihr dann auf jeden Fall noch irgendwie Schiffe braucht oder so. Da passt doch so eine kleine Luxusjacht ganz gut rein. Ja, und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und wollt noch mehr Tutorials bauen, dann könnt ihr gleich mal rechts oben in der Ecke gucken. Da ist die Playlist, wird gleich eingeblendet von mir mit verschiedenen Fahrzeug-Tutorials. Da sind alles bei. Da ist Schiffe sind dabei, Flugzeuge, Hubschrauber, auch LKWs. Da gibt es eigentlich momentan ganz viele. Schaut einfach mal rein, Leute. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal zum Minecraft-Tutorial. Macht's gut, Leute. Ciao.